Sam Dillon und Rafi Raschek sind immer noch total glücklich miteinander. Die Reality-Stars kennen sich schon seit 2019 und machen in der Vergangenheit viel durch. Trotz mehrfacher Krisen findet das Paar aber immer wieder zusammen. Im Interview mit Promiflash schwärmt Sam total von seiner Beziehung und verrät, was er an seinem Rafi besonders liebt. Das Schöne ist, bei uns in der Beziehung wird es nie langweilig. Ne? Das finde ich ja ganz schlimm, wenn es in der Beziehung langweilig wird. Und am Ende, wenn es immer drauf ankommt, ist Rafi immer für mich da. Also der macht auch hier alles. Ich habe ja auch keinen Führerschein. Der fährt mich überall hin, wo ich will. Das ist total liebenswert und der hat auch eine ganz weiche Seele und Seite, die man leider immer nicht so ganz im Fernsehen sieht. Seit einiger Zeit wartet Sam auf einen Antrag. Den wünscht er sich, anders als viele Reality-TV-Kollegen, nicht vor laufenden Kameras. Das stelle ich mir doch romantischer vor und privater dann doch. Natürlich zeigt man das dann, wir machen ja so viel öffentlich, natürlich zeigt man es dann auf Instagram und so. Aber ich fand diesen Heiratsantrag irgendwie, hat mich irgendwie nicht so gekickt. Auch in Sachen Kinderplanung ziehen Rafi und Sam an einem Strang. Gerade aktuell nicht, aber trotzdem hoffe ich, dass das in den nächsten 5 Jahren muss es einfach klappen. Aber vielleicht sagt man auch nächstes Jahr auf einmal so, jetzt, dann muss es doch so sein. Aber ich möchte dem Kind ja auch später auch was bieten können. Fest steht, Sam und Rafi verfolgen ihre Träume. Was auch immer für ihre gemeinsame Zukunft ansteht, ihre Fans werden sie sicherlich auf dem Laufenden halten.